Eine Hochleistungssportlerin aus Leverkusen gehört zu den Besten der Welt, ist aber seit ihrer Kindheit herzkrank. Die 27-Jährige lässt sich aber nicht unterkriegen und einen Defibrillator einsetzen. Der hält sie im Notfall am Leben. Sina Lampe weiß mehr. Was aussieht wie ein kleiner Hüpfer, ist für Leichtathletin Katharina Bauer vom TSV Bayer 04 Leverkusen ein Riesenerfolg. Ihr erster Sprung nach einer Operation, die ihr Leben verändert hat. Die amtierende deutsche Hallenmeisterin im Stabhochsprung hat sich einen Defibrillator in ihren Körper einsetzen lassen. Genau vor einem Monat. Noch fühlt sich das Gerät an wie ein Fremdkörper. Natürlich merke ich das auch bei jeder Bewegung. Das muss man sich vorstellen wie so ein Kieselstein in einem Körper drin. Und bei jeder Bewegung spürt man den. Aber es wird jetzt auch schon deutlich weniger. Wenn ich jetzt zu Hause bin und keinen Sport mache, vergesse ich das Gerät wirklich jetzt schon nach 4 Wochen. Beim Training merke ich es schon und ich kriege dann halt auch eher Schmerzen. Schon in der Kindheit wurden bei Katharina zusätzliche Herzschläge festgestellt. Die sind lebensbedrohlich und können zu einem plötzlichen Herztod führen. Jetzt hat Katharina einen subkutanen Defibrillator, also unter der Haut liegend. Er wurde direkt unter dem linken Rückenmuskel implantiert. Das Gerät ist mit einer Elektrode, also einem elektrischen Leiter, verbunden. Dieser liegt parallel zum Brustbein. Lebensbedrohliche Herzrhythmen oder einen Herzstillstand erkennt der Defibrillator automatisch, erzeugt dann einen elektrischen Schock, um das Herz wieder im normalen Rhythmus schlagen zu lassen. Die Batterielaufzeit beträgt 7 Jahre. Dann muss ausgewechselt werden. Außerdem muss Katharina sich von Magnetfeldern fernhalten. Zusätzlich zum Defibrillator gibt es noch andere Methoden, die ihr helfen. Ich mache auch sehr viel Mentaltraining, mache Yoga, Meditation. Das hilft mir auch unheimlich, diese Ruhe zu bewahren und auch einfach den Glauben an mich selbst. Also aufgeben war noch nie eine Option für mich. Und solange ich noch merke, dass so ein Feuer in mir drin ist, ja, wird das auch so sein, ja. Katharinas Bestleistung im Stabhochsprung ist 4,65 Meter. Dieser Sprung ist dagegen nur ein kleiner Sprung und trotzdem etwas ganz Großes. Wirklich unglaublich. Also wenn ich mir vorstelle, genau vor einem Monat wurde ich operiert und jetzt kann ich die ersten Sprünge machen. Wahnsinn. Also pures Glück einfach nur. Ja, freue mich sehr. Katharina Bauer will Mut machen, für Träume zu kämpfen und niemals aufzugeben. Ihr Ziel, die Europameisterschaften im August in Berlin und 2020 Olympia in Tokio. Und dann bestimmt auch wieder mit Sprüngen in schwindelerregender Höhe. Ja, wir wünschen ihr alles Gute für ihre Ziele.